Ja, servus Freunde auf YouTube, diesmal. Ja, ist, bei uns ist es zurzeit so trocken, ne? Das ist echt der Hammer, ne? Ja, also wir warten dringend auf Regen, ne? Also wie jeder von euch wahrscheinlich, ja. Ne? Aber es können halt keiner, ne? Es regnet halt nicht. Ne? Und das bisschen was Regen, das langt halt nicht. Also wir warten echt auf Regen bei uns, ne? Kann man nur sagen, kann man echt nur unterstreichen. Letztes Jahr hatten wir das, ne? Aber hatten wir halt auch Hochwasser im Ahrtal, ne, zum Beispiel, oder in Nordrhein-Westfalen und in Pfalz, ne? Ja, es ist halt wieder der Nachteil, ne? Aber bei uns war letztes Jahr auch alles grün, ne? Aber heuer die Trockenheit, ne, ist echt schon extrem, ne? Also ich finde ja wirklich, dass das vielleicht doch was mit dem Klimawandel zu tun hat. Ja, das weiß man ja nicht, ne? Ja, auf jeden Fall ist er schon angekommen bei uns, ne? Und ich bin auch persönlich dafür, dass sich irgendwas ändert. Ja, also ich hoffe mal, dass sich mal was ändert. Ja? Also, echt jetzt, ne? Weil. Ja, so wie es zurzeit ausschaut, ne, sogar das Getreide ist ja auch, ja, haben sie einen Notdrusch gemacht, ne? Also Notreife war das ja alles. Ja, ja und aber der Boden, ne? Hammer, oder? Der Boden, ne? Ja, echt. Ja. Ja, sogar die Hecke, ne, die wird auch schon gelb. Das ist eigentlich normal im Herbst so. Ja, und wir haben Ende Juli. Ja, ja aber trotzdem, es ist alles verbrannt, ne. Das schaut nicht gut aus, ne, gar nicht. Sogar die Apfelbäume haben eigentlich in der Krankheit, habe ich festgestellt. Das Einzige, was halt immer noch schön ausschaut, ist das Schloss Graheim. Einzige Lichtblick in der Gegend, ne? Ja. Also in dem Sinn, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und man sieht sich zum Beispiel jetzt gleich auf dem Sommerfest in Wetzhausen, das wohl im Übrigen ein voller Erfolg ist und war. Ne? Ade.